Was ist vermummt, trickreich, tödlich und kommt aus Japan? Richtig, der Ninja. Dieser im Verborgenen agierende Kämpfer, Meuchler und Spion wird auch Shinobi genannt. Und er hat nicht nur Historiker, Schriftsteller und Filmemacher fasziniert, sondern seit den 80er Jahren auch Spieleentwickler. Es gibt hunderte Spiele mit Ninjas. Wir stellen euch eine kleine Auswahl in chronologischer Reihenfolge vor. Wo gab es das allererste Spiel mit Ninjas? Natürlich in der Spielhalle, natürlich in Japan. Allerdings waren sie 1980 nicht die Helden, sondern die bösen Feinde in Sasuke vs. Commander. Und sie kamen in Wellen von oben, während der tapfere Sasuke sie von unten aufhalten musste. Das simple Arcade-Spiel von Tose und SNK wurde später sogar für PS3 und PSP umgesetzt, aber man sollte ihm mit heutigen Ansprüchen am besten so ausweichen wie einem Shuriken. Auf dem C64 und dem Amiga haben wir drei Kampfspiele wie verrückt gezockt. Barbarian von Palace, International Karate von System 3 und Ninja von Sculpture Software, das auf dem Amiga richtig klasse aussah. Mit Dolch und Shuriken bewaffnet, musste man sich von links nach rechts durch Räume mit Feinden kämpfen, wobei die Angriffe wunderbar animiert wurden. Vor allem die spektakulären Sprünge und Tritte. Eine wesentlich epischere und anspruchsvollere Figur hinterlässt bis heute das famose The Last Ninja, das von System 3 in Großbritannien entwickelt wurde und noch heute vielen Spieleveteranen ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Die edel inszenierten Abenteuer mit dem schwarz gekleideten Kämpfer entwickelten sich auf dem C64 zum Verkaufshit, strahlten auf dem Amiga in voller Pracht und sorgten für einen ersten Ninja-Boom, der auch durch Kinofilme wie American Fighter befeuert wurde. Aber auch die Japaner lieferten zeitgleich Qualität, allen voran Sega. In der Rolle des Ninjas Joe Musashi kämpfte man 1987 in Shinobi seitwärts scrollend gegen Gangster, besiegte Bosse und befreite Geiseln. Zwei Jahre später kehrte Joe im noch viel besseren The Revenge of the Shinobi zurück. Dieser Klassiker begeisterte auf dem Mega Drive mit ansehnlicher Akrobatik und coolen Kämpfen. Die Reihe dümpelte danach allerdings vor sich hin, erlebte nie ein überzeugendes modernes Comeback, aber sie sollte von einer anderen Spieleserie aus Japan abgelöst werden. In den späten 80er Jahren debütierte mit Ninja Gaiden von Tecmo die bis heute populärste Reihe rund um die schwarzen Kämpfer. Was als seitwärts scrollender Plattformer 1988 auf dem NES begann, entwickelte sich auch im Westen zu einem der prägenden Fighting Games mit knallhartem Anspruch an die Hand-Auge-Koordination. Spätestens als Ninja Gaiden 2004 auf der Xbox erschien, gelang auch Team Ninja unter Leitung von Tomonobu Itagaki der Durchbruch. Heutzutage ist die Faszination etwas verflogen. Zwar konnte das Update Ninja Gaiden Sigma 2 im Jahr 2013 auf der PS3 nochmal überzeugen, aber der letzte Auftritt namens Yaiba Ninja Gaiden Z sorgte 2014 für enttäuschende Wertungen. Auch wenn die 80er Jahre zig Spiele mit Ninjas zu bieten hatten, wurde das Thema erst 1998 auf eine neue Art von Acquire inszeniert, und zwar in Tenchu. Endlich wurde neben der Action vor allem das Infiltrieren in den Vordergrund gerückt. Auf der PlayStation schlich, kämpfte und meuchelte man vor einem realistischen historischen Szenario des 16. Jahrhunderts in der dritten Dimension. Ähnlich wie in Thief, das übrigens im selben Jahr für PC erschien, musste man clever und möglichst ungesehen vorgehen, Schatten suchen und Wachen ausweichen. Diese moderne Art der Stealth-Action konnte viele Ninja-Fans faszinieren. In Tenchu Wrath of Heaven erreichte die Reihe im Jahr 2003 auf der PlayStation 2 ihren Höhepunkt, bevor sie bei stets abnehmender Qualität im Mittelmaß auf Wii und PSP versank. Auch mit Shinobi, Weg des Ninja von 2006 auf PS2 oder später mit dem zweiten Teil auf Vita enttäuschte Acquire. Einer der prominentesten Ninjas aus Japan ist natürlich Naruto, der 1999 in einem Manga von Masashi Kishimoto seine Premiere feierte. Stellvertretend für die Vielzahl an Spielen, die auf Grundlage der erfolgreichen Comics und Filme bis heute entwickelt werden, sei der erste digitale Titel von Eiting und Tomy genannt, der 2003 auf dem GameCube erschien.
Dass Dänen nicht nur glatzköpfige Killer, sondern auch putzige Ninjas in Bildschirmhelden verwandeln können, demonstrierten IO Interactive 2009 in Mini Ninjas. Das Action-Adventure erschien für PS3 und 360 und inszenierte vor einer stimmungsvollen Zeichentrickkulisse coole Zeitlupenattacken mit Samurais, man konnte Tiere befreien und auch Zauber lernen. Auch wenn man die Stealth-Mechaniken getrost ignorieren konnte und die Bosse viel zu leicht besiegt waren, sorgte die Action für gute Familienunterhaltung. From Softwares Fable für Ninjas wurde 2009 auf dem PC und der 360 in Ninja Blade sichtbar. In diesem Hack and Slay metzelte sich Ken Ogawa mit drei aufrüstbaren und unterschiedlich starken Schwertern in Schulterperspektive durch Horden von Gegnern. Die Kämpfe gingen nahtlos in Reaktionstests, Akrobatik und Bosskämpfe über. Das Ganze erinnerte ein wenig an Devil May Cry, sorgte für gute Unterhaltung, aber zermürbte unseren Tester Matthias mit extrem langen Levels ohne Speicherfunktion. Einer der besten modernen Plattformer? Mark of the Ninja. Das mittlerweile auch für PS4 erhältliche Abenteuer debütierte 2012 auf der Xbox 360 und eroberte unser Platin. Klei Entertainment, die vorher Schenk entwickelt hatten, sorgten mit tollem Leveldesign, akrobatischen Manövern, vielen coolen Upgrades und einer gehörigen Portion Stealth-Action für ausgezeichnete Unterhaltung im Comic-Stil. Aragami war 2016 eine angenehme Überraschung, die gerade auch auf Switch erschienen ist. Wer Lust auf elegante Stealth-Action im fernöstlichen Ambiente hat, wird hier trotz einiger technischer Defizite und kleiner Bugs gut unterhalten. Die spanischen Entwickler von Linzworks hatten sich von Dishonored und Tenchu inspirieren lassen, um ein cleveres Schleichen zu inszenieren. Dass Ninjas und Echtzeitstrategie aus Deutschland tatsächlich kompatibel sind, zeigte Shadow Tactics Blades of the Shogun im Jahr 2016. Zwar war der Ninja nur einer von fünf spielbaren Helden, aber das Szenario im alten Japan konzentrierte sich quasi auf alle Schlüsselfertigkeiten, die man mit dem schwarzen Kämpfer verbindet. Klettern, Schleichen, Täuschen und Meucheln. Es entstand ein taktisches Katz-und-Maus-Spiel zwischen Büschen und Gassen mit überaus aufmerksamer KI, die auch auf Geräusche und Fußspuren reagierte. Dark Souls und Bloodborne haben natürlich qualitative Zeichen gesetzt. Kann From Software mit seinem Kampfabenteuer rund um einen Shinobi erneut begeistern? Am 22. März entführen die Japaner auf PC, PS4 und Xbox One in die Sengoku-Zeit des 16. Jahrhunderts. Dort schlüpft man in die Rolle von Sekiro, der im Kampf gegen einen Samurai seinen Arm verliert, als er seinen Herren beschützen will. Fortan kann er ihn aber durch Prothesen ersetzen, um die Entführer zu bekämpfen, wobei er auch die Vertikale und Greifhaken einsetzt. Wir freuen uns jedenfalls auf den Rachefeldzug mit dem einsamen Wolf.